Hallo Leute und damit zurück zu The Forest. Schön, dass du wieder reinlohnst. Ja. Brücken? Brückenschlagen? Das wäre eigentlich der beste Anfangssatz gewesen, um in die Folge reinzukommen. Nur leider geht die Nummer nicht ganz so gut auf. Ich habe einfach trotzdem hier Platz genommen, kurz. Die Hasen finden das auch alles ziemlich witzig, was hier passiert. Und ich würde vorschlagen, wir bauen die letzten Stöcker ran. Unsere Rutsche. Auch die Pflanzen, habe ich das Gefühl, die dauern so ewig, bis die wachsen. Würdest du, du kannst doch bestimmt schon mal so ein bisschen provisorisch hier mal so ein bisschen einsammeln. Vielleicht kriegst du ja noch mal ein paar Samen raus. Perfekt. Weil, ich glaube hier, irgendwo gab es die noch ein Feld. Okay, da hat sie noch eine Aloe Vera. Sehr schön. Und dann sage ich, hier können noch mal zwei Büsche rein. So, 21 noch und dann haben wir es eigentlich geschafft, Leute. Dann hatte ich mir überlegt, ob wir noch mal ein paar Pfeile holen gehen. Das könnte man natürlich aber rein theoretisch auch machen, wenn wir in Richtung der Endhöhle gehen. Aber ich habe heute noch mal Bock, so ein bisschen zu kämpfen, wenn man mich denn lässt. Und dafür würde ich einfach noch mal eine richtige, freche Fuhre Leuchtfeuer aufsetzen. Damit mir so richtig die Akku ziehen von Nährschaften hier. So. Okay, und der letzte, Leute. Da steht einer. Zack, du bist es. Ja, geil. Da 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 da. Okay, Leute. Ich hebe mir noch die Rutschfahrt ein bisschen auf. Und wir bauen jetzt hier nochmal ein paar Leuchtfeuer hin. Richtig frech. Guck mal, hier liegt auch noch ein Stamm rum. Sehr schön. Und dann hauen wir jetzt hier einfach mal irgendwo, wo es gut ist, eine Stange Dynamit rein. Hier zum Beispiel. Die letzte. Könnte man sogar auch noch mal hoch zum Dorf gehen. Da, 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 da. Ja, ich meine, so kann man natürlich auch abreisen. Prima. Aber ich glaube, das hätte eh nicht mehr so lange gehalten. Von daher ist wieder Zeit für etwas Neues. So, hast du hier hinten schon alles? Ja. Okay, dann baue ich mir hier nochmal eins hin. Blätter müssen wir echt genügend haben. Ist ja wirklich gar kein Problem. Zack. Und weil wir es sind,
Hier auch noch. Es müsste nämlich noch auf jeden Fall. Ja, es reicht noch für eins. So. Hau dir mal wieder mal so einen Mix rein. Kannst du übrigens auch mal wieder ein paar bauen, weil, genau, du hast echt genug von dem Spaß. Okay, das geht schon mal nicht mehr. Sehr schön. Dann gleich von dem Kleinen noch. Und das war es doch, oder? Genau. Sehr schön. Für die Höhlentour müsste ich natürlich auch noch so ein, zwei Sachen vorbereiten. Natürlich würde ich mir gerne die gute Rüstung mitnehmen. Obwohl ich natürlich weiß, dass auf dem Weg... Was ist mit dir eigentlich? Bist du ja so ein Geisterbusch? Ja. Dass auf dem Weg auch noch ein, zwei Mutanten kommen werden. Aber dafür haben wir den Spaß ja auch gesammelt. Pfeile muss ich auf jeden Fall holen noch. Dann würde ich mir noch ein paar Bomben bauen. Ein paar Klebebomben. Die werden mir auf jeden Fall auch noch helfen. Also da ist noch so ein bisschen was zu tun, liebe Leute. Ja, das habe ich mir gedacht. Hol den mal hier hin. Bams. Hier fehlen genau noch 20. Das ist doch absolut perfekt. So, perfekt. Irgendeiner hat noch nie alles, du. Sehr schön. Dann kannst du von mir aus die Stämme mal rüberbringen. Vielleicht brauchen wir sie ja nochmal. Wir müssen hier eigentlich noch so einen Wagen haben. Perfekt, ja. So, perfekt, Leute. So, ich mache mal einen kurzen Rundumblick. Pfeilemäßig, ja, wie gesagt, da brauchen wir auf jeden Fall noch was. Wir könnten halt schon mal, da hast du 4 von. Ich bilde mir ein, du kannst 5 davon tragen. Zack. Und zack, perfekt. Und dann hauen wir mal, genau, den Spaß dahin. Und du noch. Sehr schön, das reicht doch. Vom Spielzeug haben wir irgendwie auch nie alles geholt, ne? Da habe ich sicherlich so ein, zwei Höhlenabschnitte übersehen. Was natürlich sein kann.
Aber ist auch nicht ganz so dramatisch. Ah ja, das ist das Fiese, dass genau dahinter so ein Giftbusch ist. Schweinerei. Aber das ist ein guter. Ja, das ist eine Frechheit. Willst du dir vielleicht mal ein paar Fische hier rausholen? Zum Beispiel du? Und was mit dir eigentlich? Die krieg ich doch. Bums. Und du? Wobei, ich glaube, ja, genau. Ich hatte schon einen im Inventar. Der vierte wäre jetzt sowieso rausgeflogen. So, weil ich ja hier in diesem Spielstand keine Schädel bekomme. Warte mal, du hast einen Schädel vergessen. Müsste eigentlich jetzt noch einer rumliegen? Oder du holst dir einfach noch eins von dem Totem. Das würde auch gehen. Guck mal hier. Bums, hier sind ganz viele. Zack. Okay, ist irgendwie gar nichts drin. So. Okidoki. Ja, ich muss mir jetzt die Schädel irgendwie anders holen hier anscheinend. Hier fehlen noch Knochen. Okay, ja. Ich meine, es bringt jetzt natürlich noch nichts, aber ich würde die jetzt trotzdem einfach schon mal anzünden. Da ich mir sicher bin, dass es demnächst auch wieder Nacht wird, Leute. Und vielleicht kommt ja jetzt hier mal jemand vorbei. Ich provoziere es natürlich total, ne? Aber genauso habe ich mir das vorgestellt. So. Perfekt. Sehr, sehr schön. Guck mal, hier ist auch noch Holz. Könntest du da eigentlich auch noch mal mit rüber nehmen? So. Dann könnten wir natürlich, weil wir frech sind, hier jetzt eigentlich auch noch mal so ein Leuchtfeuer hinballern. Also wenn sie jetzt nicht kommen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Schön mal hier in die Mitte rein. Bams. Also immer wenn es so kurzen Ruckler gibt, denke ich immer, dass jetzt hier so ein heftiger Feindansturm kommt. Wobei wir es ja auch an meiner Base gesehen haben, ne, was da das Spiel dann doch gar nicht mehr hinterherkam mit den ganzen Strukturen anscheinend. Da hat es ja auch richtig krass geruckelt, boah.
Vor ein paar Folgen. So. Jetzt können wir pennen. Okay. Und das hat ja zur Bedeutung, wie gesagt, da muss ich ja angeblich mal mitten am Tag schlafen gegangen sein oder wenn es auf jeden Fall hell war. Und das, liebe Freunde, ach Gott, wie es da ist, schön. Das kann ich mir halt gar nicht vorstellen, dass ich das gemacht habe. Überhaupt nicht. Okay, Leute, wir gehen jetzt erstmal rutschen. Denn das wollen wir ja auch die ganze Zeit noch machen. Kann das sein? Ja. Mir fiel gerade was ein, Leute. Ich habe vergessen, die Fische in den Trockenständer zu stellen. Zu hängen. Einen kurzen Moment, bitte. Muss einfach sein. So, damit die nicht vergammeln. Geht nämlich dann doch immer relativ schnell. Stopp. Falscher Aufgang. Hast du eigentlich... Ja. Ich dachte kurz, jetzt stehe ich da oben und habe gar keinen Panzer im Inventar. Das wäre jetzt auch wieder der absolute Klassiker. Aber wir hätten es ja nicht weit zu den Schildis. So. Liebe Leute. Lohnt es nochmal von oben? Ja. Könnte, also Fahrt müsste man eigentlich richtig gut bekommen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier rausfliegen, Leute. Okay, wir probieren es einfach, oder? Ich rutsche schon so leicht. Oh mein Gott. Okay, da ist schon die erste Problemkurve. Du Scheiße. Oh. Oh. Ach, je. Okay, ich habe mich kurz gefühlt wie so ein Skateboarder. Der noch so geil an den Kanten rumsteuert. Können wir hier eigentlich sogar, weil wir sind? Das müsste doch gehen. Wir können doch bestimmt jetzt wieder hier hochlaufen, oder? Um uns wieder so ein bisschen Weg zu sparen. Es kann natürlich sein, dass das da oben jetzt zu eng wird. Nö, guckt mal, wie smooth ich hier hochlatschen kann. Hier, ich habe es angekündigt. Diese Kurve hier, diese Ecke, die stoppt mich dann so blöd, ne? Ich weiß nicht, ob ich vielleicht jetzt schon mal eine Medizin nehmen sollte, weil... ich doch ganz schön Leben verloren habe. Essbar. Na dann. Okay, wir machen das jetzt nochmal. Das ist doch völlig klar. Ja? Ja? Oh mein Gott. Oh. Und ich bin aber wieder rein. Ich bin wieder rein in die Rutsche. Wie geil war das denn? Das ist ja ein richtig geiler Stunt. Okay, das war geil. Das war wirklich cool. Wie geil ich da abgefedert bin, Leute. Das war da echt Hammer. Und ihr habt es gesehen. Ich habe da ein bisschen gegengelenkt jetzt. Bei der ersten Ecke. Und das hat auf jeden Fall funktioniert. Also mir gefällt die auf jeden Fall um einiges besser als die bei mir. Sau, guckt euch das Leuchtfeuerspektakel da unten an. Okay, und schon ist die Frau wieder abgelenkt. Oh, das ist geil, ey. Cool aus. Also, das meine ich übrigens mit... Ich mache mich aufmerksam. Jetzt müsste man eigentlich doch mal eine Nacht noch abchillen, ne? Herrlich, ich hätte mir hier oben unter einen Stuhl hinbauen müssen. Hallo, Rehe? Okay, zwar jetzt im Dunkeln, Leute. Aber egal.
das war... Oh, oh Gott. Oh mein Gott. Okay, ich hatte bei der ersten Kurve schon das Gefühl, ich bin rausgeflogen, aber ich war noch drin eigentlich. Okay, im Dunkeln ist es doch nicht so witzig, weil ich die Bahn gar nicht richtig sehe, trotz des super Feuerzeugs. Okay, aber die macht schon Bock, die Rutsche. Und ich muss an der noch ein bisschen trainieren sogar, merke ich. Okay, aber sie ist super gefährlich, Leute. So, ich entzünde die jetzt nochmal. Ich mache nochmal richtig Flamme hier, Leute. So, dich nochmal nachgezogen dort. Geil, endlich sieht man mal was in dem Let's Play. Halt wirklich so, ne? So, ne, können wir ja das ohne anschmeißen. Schön den Cash rein. Schön die 50er. So, ihr macht euer Ding. Das noch an. So. Und ihr kennt mich. Das lasse ich mir natürlich nie entgehen. Die letzten paar Minuten der Folge. Liebe Leute, ist wahrscheinlich jetzt der letzte Augenblick, um nochmal zu schauen, ob es funktioniert. Wenn ihr... Dann mache ich das, was ich angekündigt habe, dass wir in der nächsten Folge uns aufmachen mit ein, zwei Vorbereitungen noch. Aber dann ist es wahrscheinlich jetzt wirklich Zeit dafür, Leute. Da hinten, seht ihr es? Da ist einer. Er guckt. Er rennt wieder weg. Aber da war gerade einer am Leuchtfeuer. Jetzt kommt er wieder. Guckt mal. Okay, ich muss mich mal ganz kurz aufstehen, damit ihr es auch richtig seht. Okay, die Lunzen. Ah, die hauen wieder ab, Leute. Ist so traurig. Ihr wart doch schon fast davor. Sie sind schon aufmerksam durch die Leuchtfeuer. Das ist schon mal klar. Aber es reicht nicht, um sie über die Brücke zu locken. Verdammt, ey. Verdammt. Ich bleibe jetzt dran, Leute. Wie gesagt, die letzten Minuten der Folge. Danke dafür. Ich finde das echt so schön, wie der Baum hier reinwächst. Das mag ich auch richtig gerne. Ich meine, wir wissen ja, dass die nachts auf jeden Fall auch mehr unterwegs sind als am Tag. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Sind sie immer gerne auf Beutetour. Frag mich wirklich, was ich anders gemacht habe. Ich habe die
Ich habe den Spielstand auch leider nicht mehr, dass ich jetzt gucken könnte, was ist auch einer mit der ersten gewesen, die ich natürlich immer wieder überschrieben habe, dann mit der Zeit. Sonst hätte ich das nochmal irgendwie nachgucken können, was da anders war. Ich habe kurz gerade gedacht, dass er zu der Brücke geht. Er war so kurz davor. Vor allem ist er fast weggelaufen und dann kam er nochmal zurück, so gesagt. Das sah jetzt gerade so gut aus, die Nummer. Das hat nicht gereicht, Leute. Vielleicht müsste ich auch noch mehrere Folgen hier sein, damit es zum Laufen kommt, die Nummer. Das kann natürlich alles sein, ne? So viele Fragen, so viele Möglichkeiten. Aber das ist natürlich dann für euch sicherlich jetzt nicht so toll, wenn ich das jetzt durchziehen würde. Ja, Leute. Wir sind. Der Mond steht still. Es ist totenstill. Ist wirklich tot. Nicht nur der Mond steht still, sondern es ist Totenstille hier. Es wären wir bei Tag 2. Es passiert einfach nie. Du hast Durst. Finde sauberes Wasser, ja. Okay, liebe Leute. Dann würde ich tatsächlich offiziell mich erstmal als geschlagen hingeben. Auf meinem Stuhl Platz nehmen und mich für heute erstmal verabschieden. Ne? Und wie versprochen, in der nächsten Folge die Vorbereitungen treffen. Vielleicht kommen wir schon los, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich glaube aber schon, dass wir zumindest schon mal ein paar Schritte in ri der Richtung gehen werden. Spätestens, um uns noch ein, zwei Pfeile abzuholen. Und Leute, ich freue mich auch auf die. Ja, auf das Ende des Spiels, weil es jetzt wieder so lange her ist, dass ich das gesehen habe und es für mich immer wieder einer der tollsten Momente ist, in diese Szene reinzukommen, was wir jetzt noch sehen werden. Und deswegen freue ich mich drauf. Und ich sage für heute vielen lieben Dank fürs Reinlunzen, Leute. Und bis zur nächsten Folge The Forest. Macht's gut, Leute. Tschüss.